Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Neue Episode Mad Max. So, wie angekündigt, mache ich mich auf den Weg zu dem zweiten Lager hier. Oder, ja, sag ich mal, was heißt zweites Lager? Zu dem letzten Lager, in dem ich hier noch Spekru-Teile finden kann. Denn die Spekru hätte ich gerne. Also, auf geht's. Wo ist eigentlich Griffer? Na, wenn er mal auf dem Weg liegt, muss man wieder vorbeigehen. Ich habe nämlich 12 Punkte zu vergeben. Das ist eine Menge. Ach, Wanderer. Ja, Wanderer. Beweg dich ab. Schickst du Wasser. Yes, water. Passed by this spot not too long ago. I'll remember this. So. Ich habe mir vorhin mal hier daneben habe ich ja na denn los vorbeigefahren und noch mal, ich glaub's nicht. Oh, shit. Boah. Ihr feigen Säue. Die hole ich mir jetzt. Die sind aber ganz schön schnell, die Jungs. Ach. Das ist eigentlich nicht beabsichtigt. Ich wollte ihn nicht kaputt machen. Also schon, aber nicht so. Naja, okay. Jetzt. Was? Wo bin ich? Ah, okay. Griffer ist in der Nähe. Dann fahre ich eben schnell bei Griffer vorbei. Ja, aber ich habe das Gefühl, meine neuen Reifen machen sich bezahlt. Mit der erhöhten Haftung auf Sand. Weil der Geschwindigkeitsverlust ist nicht ganz so dramatisch, wenn man die Straße verlässt. Was durchaus willkommen ist. Denn asphaltierte Straßen habe ich noch nicht gesehen. Also, ja. Kann mir das eigentlich ziemlich egal sein. Nee, das ist nicht der Eingang, ne? Nee. Ah. Fuck, jetzt hier, komm.
Frau. Die da vorne will ich jetzt auch noch haben. Oder sind die schon? Boah, nee, da vorne sind sie. So, also, Griff haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass ich für 100% nicht jede Art von Herausforderung machen muss. Denn da gibt es ein paar. Mein Gott. Ja, die sind äußerst anspruchsvoll. Schon scharf, wie der Auspuff brennt. So, jetzt bin ich mal gespannt. 12 oder 13 Punkte müsste ich mittlerweile schon haben. Ja, was heißt gespannt? Ich weiß ja, was ich machen kann, aber was hat er zu erzählen? You again. I thought you wanted to know nothing more of yourself. What year is it? I don't know. How old are you? I don't know. I'm here. That's all I know. And where is that? Hell. That's how it feels. And that's where you are, my friend. What was that about the Plains of Silence? I'll search them out. And cross them in. Did I not tell you? We're already there, on the boundless plains of silence. Look again. Langlebigkeit, klar. Essenz, Schrott. Kampf, alles. So. Nehmen wir Essen auch noch mit. Legendenstufe. Da gebe ich das mal hier lieber noch für Sprit aus. Auch wenn ich da irgendwie echt keine Probleme mit hatte, jetzt so rückblickend, hätte ich das auch hier für Charakterentwicklung ausgeben können.
Denn, ja, wenn ich hier nicht meinen Burner benutze, habe ich ja kein Problem mit dem Spritverbrauch irgendwie. So, jetzt aber das Lager. Das ist doch ein Minenfeld hier. So sieht es zumindest aus. Ach, das ist das Lager da hinten, ne? Sehr schön. Ha! Da sehe ich einen, der verschissen hat. So, kommt her, ihr Fotzen. Was denn? Mist. Fuck. Jetzt habe ich hier wieder meine Trefferserie verspielt. Durch zu frühes Kontern. Naja. Wo ist eigentlich mein Wasser hin? Warum habe ich nicht volle Pulle Wasser? So, okay, zwei Türen. Was soll denn die Scheiße? Irgendwie hat sich mein Handy gerade selbstständig neu gestartet oder was auch immer. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, denn da ist der Timer drauf. Aber hey, ja, was soll's. Das Lager wird jetzt hier beendet. So. Ja, genau, wo ich jetzt diese Kiste aufmache. Ja, klar, Schrott gefunden und so weiter, cool. Aber, ja, auch dafür, es gibt ja hier dann überall eben Herausforderungen und wenn man die eben abschließt, dann gibt es ja, Grifferpunkte. Aber wie, es ist halt aber auch so eine, wie soll ich sagen, Abschlussgeschichte einfach, ne? Und irgendwie scheinen die zu backen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mittlerweile schon mehr als 9 Türen und Kisten mit einem Brecheisen geöffnet habe. Ja, also ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal nachzuzählen, aber ich bin mir dessen sehr sicher.
Das wäre echt äußerst uncool, wenn das Spiel dahingehend hängen würde. Okay, da geht's irgendwie runter. Ach, scheiße, der Walker, der blöde Wichser. So, jetzt könnt ihr kommen. Ach Mann! Ja. Skrotus Insignia. Sehr gut. Schrott. Ja, da komme ich her. Gut, kein Walkman. So, aufgeräumt ist. Scheiße. Aber kann das sein, dass man im Wutmodus seine Gesundheit auffüllt? Ist mir zwar noch nie irgendwie wirklich aufgefallen, aber ja, scheint so zu sein. Den Jungen da unten habe ich gerade keine Lust, aber okay. Da, da war's. Ja, und angeblich hat mir ja nur eine, eins gefehlt. Deswegen komisch. Ja, ich wage das, die Richtigkeit da irgendwie. Bezweifle die, sag ich mal so. So, okay.
Ha! Boah, Schrottpalette. Ja, fahre ich mal da runter. Was denn? Ich habe gedacht, ich kann hier Messer exekutieren. Nein, gut, okay. Fuck! Ey, jetzt so langsam geht die mir auf die Eier hier. Fuck! Das kann doch nicht sein! Die werde ich jetzt alle hinrichten hier. Einfach so, weil es knapp war. Einfach so, weil es knapp war. Na, dann saufe ich die Pulle mal leer. Irgendwo werde ich wieder was finden. Ah, genau, das ist der Anfangsbereich, glaube ich, nur andere Seite. Ja, sehr schön. Man könnte Schrott oben drauf liegen, tut aber nicht. Gut. Jetzt habe ich da gerade eben gesehen, da ist Essen ein da. Ah, Mann. Boah. Aber hey, was soll's, ne? Zweck heiligt die Mittel. Ich esse auch Döner. Ach so, drückt halten. Der wäre wahrscheinlich für den Warcrier nicht schlecht gewesen, der Stab. Sag mal, hier, ich will doch die scheiß Leiter hochgehen, echt. So, jetzt. Jetzt fehlt mir noch Schrott, immer wieder. Toll. Ah, jetzt habe ich gehofft, das sind zwei Teile. Naja, okay. Naja, ein Teil Schrott. Ich meine, das wird sich ja finden lassen, ne? Ist ja keine Insignie. Oh Mann.
Na gut, da, klar, da oben an dem Turm, da war ich ja schon. Aber wenn ich schon mal da bin, dann schaue ich mich hier trotzdem noch mal schnell um. Könnte ja sein, das. Bezweifle ich zwar irgendwie. Oder ist eine Munitionskiste? Die habe ich vorhin auch nicht gesehen. Benzin. Ach, Wasser. Ich weiß gar nicht, kann man auch irgendwie manuell nachladen? Macht nicht so den Eindruck. Gut, okay. Ist jetzt auch egal. Mir fehlt noch ein Teil Schrott. Und das war's dann auch, oder? Nein, historisches Relikt. Scheiße. Was? Und eine Insignie? Was? Echt jetzt? Fuck. Oh Gott. Ja, shit. Sag mal, wie planlos bin ich denn gerade? Das ist der Hammer. Oh. Scheiße. Das Spiel verheimlicht mir doch was. Gut, der Schraub wäre gefunden. Dann brauche ich noch Relikt. Und, okay, hier geht das noch runter. Dann checke ich aber erst nochmal hier die Höhle. Und Munitionskiste. Benzinkanister, Benzinkanister. Und komm schon. Es kommt vom Autofahren, Max. Tja. Keine Sorge, wir haben genug Vorräte für ein ganzes Jahr an Bord. Dabei werden wir nur eine Woche lang unterwegs sein. Ha, ha. Yeah. How long is it here anyway? How long has it been? Fragen über Fragen. Das muss eine Party gewesen sein, ja? So. Ach genau. Nee, was für, mir fehlt immer noch eine Insignie. Ja, genau, eine Insignie, okay. Boah, das sollte jetzt hier kein neues Schema werden, echt. Ich wäre ziemlich angepisst.
Ich habe gedacht, ich bin der Typ, der alles findet. Ja, aber nein, anscheinend nicht. Gut, okay, da bin ich ja gerade hergelaufen. Dann, na gut, eine Insignie. Könnte doch durchaus schon noch da oben bei dem Turm sein. Irgendwo im Turm oben irgendwo angebaut. Ja, das kann man die von hier oben auch sehen. Dass die hier drin irgendwo hängt. Sieht aber nicht so aus. Okay. Dann ist die eventuell doch da unten. Hier geht's hoch, ne? Ja. Dann war das der andere Weg. Ja. Oh Mann. I don't mean to question your saintly methods, but the angel calls for our holy work to go on. Ja, ja, ist ja schon gut so. 300 Schrott. Ja, so langsam, wenn ich überlege. Ja, ich habe 15 Läger, muss ich jetzt ja befreit haben. Mittlerweile. Ja, 20 Schrott pro Lager, wenn denn hier die Ausschüttung fällig ist. So, dann gehe ich jetzt mir hier unten lang, einfach nur so. Wofür liegt hier dieser Stab? Der hat doch einen tieferen Sinn. Ja, wahrscheinlich für den Warcrier. Ich glaube nicht, dass ich hier unten die Skrotus-Insignie finde. Ja, das heißt, ich glaube nicht. Ich würde es für unwahrscheinlich halten. Fuck. Ja, will mich das Spiel jetzt hier echt verarschen, ne? Und die ganzen Insignien klauen. Echt. Ja, also so ein Zeug. Kriege ich einen Hals.
hier kurz Krota. Skrotus Insignie. Nein, hängt hier natürlich auch nicht. Scheiß Penner, echt. Wo hängen sie den Dreck denn auf? So, dass ihn keiner sieht oder was? Was ist denn das? Ja, Hitler hat seine Hakenkreuzfahne ja auch nicht, ne? Auf dem Gästeklo aufgehängt, damit es keiner sieht, ja? So, und dann warum sollte hier Skrotus ja, seine Insignie irgendwo verstecken? Sollen doch alle wissen, dass er der Chief ist, oder nicht? Ist er nicht der Undercover-Boss? Shit, echt. Ich bin mir sicher, wenn ich hier wäre, ich hätte sie gefunden. Ja, scheiße, so, jetzt ist gleich wieder der Punkt erreicht, wo ich Schnauze voll habe. ist zwar irgendwie inkonsequent, aber ehrlich gesagt, ich meine, ich selbst habe keine Lust mehr und ich kann mir nicht mal vorstellen, dass meine Zuschauer jetzt da sitzen und sagen, ja, jawohl, ey, mach das noch für eine Stunde. Das ist Entertainment, ja, Güteklasse A. Na so, und von daher, ja, ich habe selbst keine Lust mehr. Scheiße, Insignie. Das ist genauso ein Flop wie bei dem anderen Lager auch. Außerdem kann ich mir gerade gar nicht mehr merken, ob ich das hier schon alles durchsucht habe oder nicht. Ich bin mir sicher, ich bin ja schon durchgerannt. Aber... die hängt hier auch nicht irgendwo draußen an irgendeiner scheiß Wand. Das habe ich ja auch schon gesehen, eben in dem letzten Lager, in dem ich war. Da hing die ja auch irgendwo draußen an so einer Wand. Das war schwer zu erkennen, dass die da hing. Ja, und hier in der Höhle, das wäre... ach was. Geschickt versteckt, ihr Wichser. So soll das sein. Also nicht, dass die Scheiße versteckt ist, sondern dass ihr sie gefunden habt, ne? Das ist gemeint damit. So, dann jetzt hier schnell zu Guard Gash zurück und die Speerkiste bauen und sauber. Vorher lege ich hier nochmal den Sniper-Turm zusammen. So, ab zu Guard Gash. Das Ding morgen. Ist überhaupt einer drin? So, da oben hat auch einer gesagt, oh, please kill me. Das gucke ich mir doch jetzt mal an. Sorry, dude.
Er hat mich drum gebeten. Von daher ist das schon in Ordnung so. So, noch mal kurz hier tanken. Ich glaube, die neuen Reifen sind gut. Fühlt sich an. Ja. Aber die Tatsache, dass das da herausgestellt wird, ja, dass die ja, auf Asphalt nicht so gut sind, heißt es ja, dass es Asphalt gibt in dem Spiel. Da bin ich mal gespannt, denn ich denke, das wird mehr Asphalt sein als die Fliesen in einem U-Bahnhof. Ja, aber ist es nicht wieder schön hier? Wow. Scheiße, das ist uncool. Da war ich jetzt so mit dem Auge wieder auf der Minimap und weil ich sehen wollte, wo es lang geht. Das ist so typisch, ja. Das ist ja auch immer irgendwie das Problem bei ja, allgemein so Open-World-Rennspielen. Was weiß ich, wie Test Drive oder The Crew oder was auch immer. Dass man irgendwie immer mit einem Auge auf der Minimap hängt, um zu sehen, wann man abbiegen muss oder was auch immer. Und das sind dann die Situationen eben, wo die Scheiße passiert, ja, weil man kein Auge auf der Straße hat. So, jetzt wird die Spielcrew gegründet. So, bin natürlich hier gleich falsch, ja, abgebogen. So, Spielcrew aufstellen. So, jetzt mache ich mal die Karte auf, bin mal gespannt. Ja, das sind ein paar. Gut, sauber. Ja, das wäre cool, wenn mir das die Minenfelder auch anzeigen würde. Ja, zwei Minenfelder. Ja, tut's nicht, schade, okay. Naja, macht nichts. So, dann kann ich ja eigentlich mal losgehen hier und mir die Maden farmen. Na ja, natürlich. All by myself. Alles ich. Ja, Silent McStealth himself hat's gemacht.
So. Magenfarm. Okay, es ist ein Suchbereich. Das ist der zweite Teil im Magenfarm. Oder fehlt nur noch einer? Ah, kann nicht sein. Ah, nee, genau. Ha. Transfercamp, ein schweres Camp. Okay, aber so wie ich das sehe, damit die Festung hier richtig abgeht, brauche ich auch Schrott. Also komm, mach mal das. Damit das hier richtig floriert. Gut, okay. Speed and dexterity alike. Legend. As I've always known, of course. So, was mache ich denn jetzt? Hey, in der nächsten Episode machen wir mal was anderes und machen uns auf den Weg. Ah, ich bin auch blöd. Natürlich, hier gibt's Asphalt. Da bin ich auch schon gewesen. Oh mein Gott. Ja, jetzt, wo ich das anklicke. Aber eben, ich bin hier so lange in den alten Zonen unterwegs. Das ist schon krass. Das ist schon cool. Ja, dadurch, dass das Spiel Spaß macht, ist es geil, dass hier noch so viel Zeug zu machen ist. Also, gut. In der nächsten Episode fahre ich dahin. Und, ja, ich kann leider nicht sagen, oder was heißt leider? Ja. Wir sehen uns. Abfahrt gleich. Bis dann, Leute. Ciao.